Also, ich bin Sanja, ich arbeite bei Exascale, wir machen Cloud Hosting. Twitter-Tag ist da rechts unten. Willkommen zum Vortrag, How to Big Data Pipeline. Bei dem Vortrag geht es hauptsächlich um Open Source Software und natürlich auf europäischen Servern. Und wieso? Ist gleich einmal so die Before I write my name on the board, I need to know how you're planning to use that data. Und wie jetzt gerade so in letzter Zeit mit Unroll.me und anderen Services eben klar geworden ist, passiert halt so einiges mit den persönlichen Daten im Hintergrund, was man dann weiß, vor allem wenn das Produkt gratis ist, bist du das Produkt. Es gibt jetzt eine Richtlinie, und zwar die GDPR, die General Data Protection Regulation von der EU. Mit Mai 2018 muss jede Firma, die persönliche Daten von EU-Bürgern verarbeitet, das auch mit Opt-in den Leuten bekannt geben. Das heißt, nicht mehr mit einfach irgendwie unterschreiben und fertig, sondern man muss auch klar seine Zustimmung geben. Und ich werde die Folien nachher auch online stellen, das heißt, ihr könnt auch dem Link folgen, und das ist nämlich die Regulation selber, also nicht irgendein Wikipedia-Artikel. Bei der GDPR geht es hauptsächlich um die Protection of Natural Persons, also quasi wirklich die persönlichen Daten, der Schutz der persönlichen Daten und das Recht, sie zu löschen, besser als in den vorherigen Regulationen. Natürlich auch das Recht darauf, wo sie gespeichert werden, wofür sie gespeichert werden und wie sie verarbeitet werden. Und dass man sie überall hin transferieren kann mit einem offenen Standard. Ob das jetzt XML ist oder CSS oder irgendwas, was halt einfach ein offener Standard ist, sodass nicht jede Firma sagen kann, wir haben deine Daten, wir können sie dir zwar geben, aber du kannst nichts damit anfangen. Sondern man muss sagen können, ich will meine Daten von euch rausholen und ich will sie woanders hingeben. Was natürlich noch wichtig ist, wieso wir den Talk machen über Open Source Software, ist, weil einfach viele von den Services, die Big Data verarbeiten, mit extremen Kosten verbunden sind, einen extremen Overload verursachen, weil meistens braucht man noch zusätzliche Services, damit man den Service verbinden kann und so weiter. Und es gibt einen extremen Vendor-Lock-in. Also jeder, der AWS zum Beispiel verwendet, wird wissen, dass wenn man einmal mit SQS, SNS und den ganzen Sachen arbeitet, ist es wahnsinnig schwer, seine Infrastruktur auf etwas anderes anzupassen, wenn man merkt, dass die Kosten zu hoch sind. So, machen wir eine ganz kurze Detour. Was ist eigentlich Big Data? Man sagt ja, it's very data doesn't fit into Excel anymore. Viele Firmen arbeiten immer noch mit Excel. Unter anderem ganz große Firmen. Robert wird es vielleicht wissen. War früher bei Oracle. Und also wofür man Big Data braucht, zum Beispiel zum Analysieren von Logs, was wir auch vorher in dem Talk gehört haben, einfach mit Logs wird sehr viel gemacht, zum Vorhersagen von, wie ein Kunde sich verhalten wird, was er machen wird, das geht von Social Media bis zu Kaufverhalten, bis zu auf der eigenen Webseite, was wir da tun, wo wir denn hinklicken, und natürlich für tatsächliche Wissenschaft. Ja? Also zum Beispiel der CERN verwendet jetzt Exascale, um einige wissenschaftliche Berechnungen zu machen, und die haben natürlich den Namen Big Data, die mit unserer Infrastruktur wenig zu tun haben wird. Die haben natürlich ihre eigenen Prozesse und ihre eigenen Sachen, mit denen sie die Sachen berechnen. So. Und natürlich ist es auch noch ein Buzzword. Jede Firma denkt, sie hat Big Data. Und nur weil man jetzt 1 GB im Monat produziert, hat man noch lange kein Big Data. Braucht allerdings schon oft die Infrastruktur, über die wir reden werden. Was braucht eine Big Data Infrastruktur? Zum Ersten Infrastruktur, das sind zum Beispiel Computer, wir kommen noch zu allen 4 Punkten. Zum Zweiten Software, zum Dritten Visions, habe ich es genannt, aber im Endeffekt sind es Datenmodelle, gescheite Datenmodelle, die man auch in Zukunft weiterverwenden kann und nicht nur für ein Jahr. Und natürlich dann die Hausmeister, die sich tatsächlich darum kümmern, das sind dann DB Engineers und Administratoren. Also fangen wir an mit Infrastruktur. Zum einen braucht man natürlich tatsächliche Daten, ob das jetzt big ist oder nicht, man kann es nennen, wie man es will. Datenbanken bzw. Data Warehouses, wo jetzt ein bisschen der Unterschied ist, kommen wir später noch dazu. Und die Cloud oder eben einfach Computer. Ja. Ein Computer reicht nicht, man braucht mehrere. Zu der Infrastruktur kommen wir ganz zum Schluss hin. Ich wollte es nur mal zeigen, dass wir da hinkommen. So, am Ende des Talks sehen wir das nochmal und gehen es dann nochmal durch. Aber im Grunde, schauen wir mal, ob das funktioniert. Yeah. Also, wir haben hier zum Beispiel Logs, wir haben eine bereits existierende Datenbank, zum Beispiel SQL,
und die Apps, die wir verwenden, die Microservices, die wir verwenden. Da gibt es dann den Integration Layer, den Bus, der das Ganze eigentlich verarbeitet in den verschiedenen Layern. Dazu wird das eben hier tatsächlich dann verarbeitet, hier wird es vorbereitet. Dann kommt das in den Persistence Layer und danach kann man es visualisieren und analysieren. Wir gehen jetzt die einzelnen Punkte mal durch. Also die Software, also die Infrastruktur haben wir jetzt besprochen, jetzt kommen wir zur Software. Bei der Software gibt es eigentlich vier Punkte. Es gibt die Listener, dann gibt es die Worker, beziehungsweise diese verschiedenen Layer, das eigentliche Speichern der Daten und das Analysieren der Daten. Bei den Listeners gibt es eigentlich nicht viel zu sagen, weil die muss man natürlich anpassen an die tatsächlichen Processing-Layer, die man dann verwendet. Das heißt, man braucht Event-Listener dann für die Logs, die man produziert, für die bereits existierende Datenbank und für die App selber, wo man dann sagen kann, ich spreche jetzt die API an, nehme diese Daten extra und bringe sie in den Stream-Processing-Layer zum Beispiel. Und mit diesen Listenern bereitet man dann das eben vor. Gehen wir weiter. So, jetzt kommen wir zum Working und das ist eigentlich das, was das Schwierigste ist. Früher war das ja so, man hat einfach zum Beispiel gesagt, wir haben jetzt vier Webserver und wir wollen jetzt wissen, wer ist aus London, wie viele sind hinkommen und in USA und in Asien und in Australien haben wir jetzt einfach vier Webserver stehen und wir wollen jetzt aber wissen, wie viele Visuals haben wir eigentlich. Ja? Das war so der ursprüngliche Use Case für Leute, die im Web arbeiten. So sieht ein Access Log aus. Im Grunde, mit IP und User Agent und Referrer und so weiter. Und meistens ist es dann eine JSON-Repräsentation. Wer zum Beispiel mit AWS gearbeitet hat, weiß, dass wenn das einmal in SQS drin ist, dass man dann ein dreifach nested JSON hat. Oft, weil man schickt dann meistens selber ein JSON hin, das kommt dann in ein JSON rein. Meistens ist dann noch ein kleines JSON drin, das heißt, dann hat man einfach drei Sachen, die man bearbeiten muss. Es wird dann schon recht kompliziert. Wir sind ja Linux-Leute, das heißt, wir können eigentlich die Sachen theoretisch auch ganz leicht über BashScript bearbeiten. Wie gesagt, die Folien sind nachher dann veröffentlicht. Könnt ihr ruhig ausprobieren mit so Access-Logs, die ihr vielleicht irgendwo rum habt, auf Servern, die ihr habt. Zum Beispiel kann man ja eigentlich ganz leicht nachschauen, wie viele Successful Visits man hat mit dem HTTP Return Code. Man kann schauen, wie viele Unique Visitors man hat. Und was die Most Successful Pages zum Beispiel, wenn man es hier auflistet und dann einfach nachschaut, was eigentlich die höchste Liste war. Also eigentlich ganz leicht. So, das heißt der Use Case von vorher, wo man sagt, man hat jetzt zum Beispiel vier verschiedene Webserver und auf einem läuft dann ein Cronejob, der zum Beispiel diese kleinen Scripts, die wir vorher gesehen haben, ausführt. Früher war das so und dann hat man eben dann so eine Liste von, okay, auf der Root-Hauptseite waren so und so viele Visitor und auf der und der Page waren dann so und so viele. Aber das funktioniert heutzutage nicht mehr so gut. Und zwar hat man jetzt einfach viel größere Datensets. Das funktioniert nicht mehr auf einer Maschine. Und außerdem, wenn die einem abkackt, dann hat man einfach ein Problem. Ja? Das heißt, man braucht einfach ein bisschen Distributed Systems und Replication, einfach, dass man einfach, wenn eine Maschine ausfällt, dass man zumindest zwei andere hat, die sich darum kümmern. Man muss außerdem von vielen verschiedenen Datensourcen integrieren. Viele von unseren Firmen, wo wir arbeiten, werden wahrscheinlich Google Analytics verwenden. Teilweise brauchen wir davon Sachen. Was eh nicht so optimal ist, weil es halt einfach oft, es gibt da einige Studien und Benchmarks dazu, dass einfach mindestens 10% von den Google Analytics Sachen, von den tatsächlichen Traffic gar nicht drin sind. Aber dazu, das können wir dann nachher besprechen. Das heißt, im Endeffekt, wenn man seine eigenen Logs trackt, hat man meistens auch noch die eigene Datenbank, man muss die Sachen verbinden und das funktioniert auf einer Single-Maschine einfach nicht mehr. Man macht natürlich dann noch weitere, man braucht noch weitere Result Sets, man observiert ein bisschen die Daten und exploriert. Von dem her braucht man viele verschiedene Maschinen, allein um das zu machen. Und meistens hat man ein ziemlich große Abfragen. Also ich war zum Beispiel bei Kununu als Database Engineer und wir haben teilweise Abfragen gehabt, die stundenlang dauern, teilweise die ganze Nacht dauern. Wenn die dann in Production laufen, hat man ein Problem. Ja? So. Heutzutage gibt es eigentlich hauptsächlich Batch-Processing oder Stream-Processing. Zum Beispiel diese Open-Source-Sachen, die man verwenden kann. In unserer Infrastruktur haben wir zum Beispiel einfach ein Kafka-Beispiel. Also Batch-Processing funktioniert vor allem so, dass es einfach, wie gesagt, zum Beispiel ein Cronjob. Man nimmt sich jetzt einfach ein Stück raus, bearbeitet das, schickt es weiter. Beim Stream-Processing
bearbeitet man es, sobald ein neues Event reinkommt. Das heißt, das ist der einzige Unterschied im Endeffekt. Wir gehen das jetzt ein bisschen an. Also wie gesagt, Cronjobs machen zum Beispiel einen Batch, sie verarbeiten was. Ich habe zum Beispiel ein Bash-Script geschrieben, das was macht, dann führt es ein Go-Modul aus. Dieses Go-Modul speichert dann was in den Daten, in den Data-Variables und das ist dann eigentlich Batch-Processing. Nur hat man es halt selber geschrieben. So, jetzt zum Beispiel ein bekanntes, das vielleicht viele von euch kennen werden, ist MapReduce, das ist Batch-Processing. Das heißt, man repliziert einfach Daten, teilt sie in Stücke auf und hat sie dann auf verschiedenen Servern, auf verschiedenen Maschinen. Und von diesen verschiedenen Maschinen aus sagt man jetzt, okay, ich hole mir jetzt ein Stück raus. Das kann man zum Beispiel mit Modulo-Rechnung verteilen. Man weiß, man hat von 18 Sachen, die man jetzt hat, will man jetzt, man hat aber nur drei Maschinen. Mit Modulo 6 verteilt man die dann auf die jeweiligen Maschinen, sodass es ungefähr gleich verteilt ist und schaut, dass dann die verschiedenen Mapper bzw. die verschiedenen Worker diese Sachen abarbeiten. Später, also hier zum Beispiel, man holt sich jetzt diesen Log raus, führt das aus, hat dann das, was man haben will und der Reducer, der fügt das Ganze dann später zusammen, sodass man das hat, was man vorher eigentlich auf einer Single-Maschine gemacht hat. Funktioniert ganz gut. Dann gibt es noch Stream-Processing. Was man eigentlich macht, muss man schauen, je nachdem, was für die Applikation am besten geeignet ist. Stream-Processing hat einen recht guten Throughput. Batch aber auch, wie gesagt, man muss dann einfach schauen, was für einen am besten passt. Das Linux-Äquivalent haben wir vorher auch gesehen in den Beispielen. Es wären dann diese Teile hier, wo man dann tatsächlich einfach Sachen bearbeitet, je nach Event, was reinkommt. So, bei dem Stream-Processing funktioniert das jetzt so. Wir haben natürlich wie beim MapReduce die Files als Split, Jumped und Replicated, das kennen wir schon. Und dann gibt es diese Streams, wo man jetzt Sachen einfach rausholt und verschiedene Consumer diese Sachen bearbeiten und später dann eben hier reinfügen. Also nicht später als Batch, sondern direkt rein. Das ist so ein bisschen der Unterschied, aber wie gesagt, sie machen dasselbe, sie bearbeiten das Ganze. Was das Ganze jetzt ist, sind zum Beispiel diese Page-Hits, die wollen wir gespeichert haben. Dazu gibt es dann ETL-Tools, das sind Extract, Transform, Load. Das heißt, man holt es irgendwo raus, man muss es transformieren und dann lädt man irgendwo rein. Es gibt da sehr viele Tools, sehr viele teure Tools, sehr viele Tools, die closed source sind, man hat keine Ahnung, was eigentlich machen und die Daten sind dann bei der jeweiligen Firma. Und natürlich müssen die Daten gespeichert sein, das heißt Data Warehouses und Databases, was eigentlich dasselbe ist, aber wir gehen das jetzt mal kurz durch. Vorher noch Analyzing, das ist das, was zum Schluss kommt, das gibt es dann Business Intelligence und Visualization Tools. Da gibt es dann zum einen ganz normale Libraries wie D3JS, wo man einfach Sachen visualisieren kann, selber rausholen kann. Dann gibt es aber, wie der Robert schon erwähnt hat, Kibana, einfach Elasticsearch und die Visualization Library drauf. Ja, damit haben wir jetzt einmal so quasi Listener durch, die Worker, also die das Processing machen, dann das Storing von dem Persistence Layer und dann halt das Analyzing. Jetzt kommen wir mal kurz zu den Datenmodellen, das ist wie gesagt nur ein Überblick, weil what do we analyze? Other things. Das ist leider der falsche Ansatz. Wir haben das nämlich gehabt in einigen Firmen, wo ich gearbeitet habe, dass man einfach versucht hat, ganz viele Daten zu speichern. Dann hat man einfach ein Riesenvolumen und was man dann gemacht hat, ist, nach 7 Tagen dieses Riesenvolumen zusammenschrumpfen auf Daten, die kaum noch was aussagen. Zum Beispiel hat man sehr, sehr viele Access Logs gesammelt über 7 Tage. Dann hat man die einfach zusammenkomprimiert auf eine Gesamtanzahl an Visitors ohne zusätzliche Daten. Das heißt, man hat den Referrer gar nicht mehr gehabt und solche Sachen. Das sind eigentlich Infos, die wir haben wollen und nicht nur die Page Views. Aber man hat aber trotzdem die ganze Infrastruktur so aufgesetzt, dass man alles hat. Also alles dann zusammen und wieder nichts. Und im Endeffekt konnte man keine Sachen mehr gescheit rausholen. Man hatte dann alles verloren, was über 7 Jahre gespeichert wurde zum Beispiel. Und das ist halt so nicht der Ansatz, den man verfolgen sollte. Dazu muss ich sagen, alles war in der Produktionsdatenbank gespeichert, genauso wie die Applikation. Das heißt, bei einer größeren Firma muss man sich das mal vorstellen, eine Produktionsdatenbank zu haben, wo gleichzeitig die Logs drin bearbeitet werden, gespeichert werden und so weiter. Das heißt, wenn man dann 50 GB hat, sind dann 40 GB von Logs. Man führt aber die Abfragen dazu aus, auf den Logs, was extrem die ganze Webseite und die ganze Applikation belangsamt. Also das sind dann so Sachen, wo, wenn ein Database-Engineer da gewesen wäre, oder irgendjemand, der sich das angeschaut hätte, gesagt hätte, nein, das können wir nicht machen. Also von dem her, das Datenmodell ist sehr wichtig.
Data Warehouse versus Database, gehen wir ganz kurz durch in der nächsten Folie. Und Wide versus Narrow. Wide bedeutet, dass man zum Beispiel wirklich die Access Logs komplett speichert, auch wenn es redundant ist. Man muss nicht die dritte Normalform verwenden bei Logs. Man muss nicht sagen, Referrer 1, 2, 3, 4 und dann ID, Referrer 1 ist Google, Referrer 2 ist irgendwas. Ja? Das muss nicht sein, weil man braucht keine dritte Normalform und wenn man später die Logs durchanalysieren will, kann man nicht 5 Joins machen in einer Query, das dauert viel zu lang. Stattdessen nimmt man eine Wide Database und aggregiert das zusammen. Und ich rede hier von tatsächlichen Fallbeispielen, das ist nicht ausgedacht. Und sustainable muss es sein. Dazu gibt es zwei Interpretationen. Vom Datenmodell her muss man sagen, es ist, ja? Was war das Narrow im Gegensatz zu Wide? Zum Beispiel, ein Beispiel, ein Data Warehouse ist normalerweise Wide. Das heißt, man hat viele, viele Spalten, wo dieselben Daten vorkommen. Wo zum Beispiel derselbe Referrer natürlich in der Spalte zu 80% vorkommt, weil es halt meistens von Google kommt, der Traffic. Aber das ist wurscht. Weil wenn nämlich die meistens basieren Data Warehouses auf Postgres, weil es relativ das schnellste ist, es wird zwar weiter umgebaut. Zum Beispiel jetzt Redshift von Amazon. Das ist jetzt nichts, was ich empfehlen würde, weil halt einfach die Daten bei Amazon sitzen. Aber sie haben halt auch basierend auf Postgres das Data Warehouse Redshift gebaut. Und das ist ein White Column Store. So wie einige andere Data Warehouses. Und wenn man die Abfragen darauf ausführt, funktioniert es sehr schnell. Obwohl sehr viele die Daten redundant sind. Aber man fragt immer nur die jeweilige Spalte ab, die man braucht. Anstatt dass man 5, 10 Joins machen muss in einer Query. Narrow ist die normale Form. Bitte? Narrow ist die dritte normale Form. Ja, genau. Ja. So, beim Daten Warehouse, also wie gesagt, Database und Daten Warehouse ist eigentlich dasselbe. Man kann es, also Data Warehouse ist nicht gleich. Data Warehouse ist immer eine Datenbank, aber ein Database ist nicht gleich ein Data Warehouse. Ein Data Warehouse ist immer wide, es wird immer redundante Daten haben, was gut ist. Es ist zusammen aggregiert aus vielen verschiedenen heterogenen Sourcen, also zum Beispiel aus der Extra-Datenbank, aus der Analytics-Datenbank und von dem. Man aggregiert das zusammen und schaut, wie die Sachen zusammenpassen. Zum Beispiel eben, indem man transformiert. Man hat Daten von der Source, man hat Daten von der Source, aggregiert und transformiert es zusammen und tut es dann ins Data Warehouse, mit dem man wirklich nur analysiert. Man tut da keine Transaktionen mehr drauf ausführen. Zum Beispiel auf dem Google BigQuery gibt es nur sehr wenige Transaktionen, die man ausführen kann. Das ist auch erst später dazu gekommen. Und überhaupt, ganz kurz, das mache ich später. Bei Databases gibt es eben eigentlich vier verschiedene Formen. Es gibt relationale, so wie SQL, Document-Databases, kennt man, Key-Value-Stores und Graph-Databases. Die sind jetzt eigentlich relativ im Kommen mit Neo4j, falls irgendwer das kennt. Wer kennt Neo4j? Passt. Okay. Gut, bei Datenwarehouse, wie gesagt, das eine ist OLAP, das andere ist mit Transaction, also Analysis Transaction. Das heißt, mit Data Warehouse, don't change the data once it's in there. Weil, wenn man nämlich ein Update macht auf ein Data Warehouse, das riesig ist, hat man einen Fehler gemacht. Das heißt, man muss dann schauen, dass man die Daten, die im Data Warehouse drin sind, nicht wieder umbearbeiten muss. Das heißt, man muss es so planen, dass es bleibt. Und man kann daraus lernen und visualisieren, das kann man dafür benutzen. Eine Datenbank wiederum, die ist zum Updaten, die liegt für Transaktionen da. Und da kann man eben dann auch Sachen zusammenfügen und also Process, da kann man dann einfach wirklich das analysieren. Was man wirklich beachten muss, ist die Nachhaltigkeit. Da gibt es jetzt zwei Sachen. Zum einen Future Use Cases, dass man jetzt nicht sagt, wir brauchen jetzt heute genau das, weil der Produktmanager hat das gesagt und dass man das Datenmodell dann danach designt, sondern als Database Engineer, als Datenverantwortlicher muss man dann schauen, ja, okay, der Produktmanager will halt seinen Use Case jetzt fertig haben, aber wir brauchen ein bisschen mehr. Das heißt, man muss ein bisschen an Future Use Cases denken und sagen, okay, aber wir werden sicher das auch noch brauchen. Das heißt, man muss das Datenmodell danach ein bisschen designen. Wiederum muss man aber auch an Maintenance denken, sonst gibt es Maintenance Badness. Sonst hat man eben eine Datenbank, wo Logs drin sind. Weil der Produktmanager hat ja nur gesagt, wir brauchen. Aber man muss halt dran denken, dass man das dann auch verwalten muss und ja, updaten muss und replizieren muss und das funktioniert halt nicht so. Deswegen braucht man halt Database Engineers oder DBAs. Sehr oft in kleinen Firmen werden einfach die DevOps-Leute dafür eingesetzt, beziehungsweise der Sysadmin und sonst hier. Ja, ich sehe da jemanden, der sich auskennt, gell? Und es ist halt einfach, man braucht tatsächlich DB-Engineers, die sich dann auch wirklich nur kümmern. Ja? Ich habe sehr viele Scripts damals geschrieben, die SQL-Datenbank, wo die Logs drin waren, monitoren und Sachen, die über 50 Sekunden dauern, einfach abschießen. Ja, ja, es gab längere. So, wir sind jetzt wieder bei unserer Infrastruktur.
Also, jetzt können wir es ein bisschen gescheiter durchgehen. Wir haben hier zum Beispiel neue Logs, die reinkommen, jeder neue Access-Log. Wir haben hier die bestehende Datenbank, sagen wir, es ist eine relationale Datenbank. Und wir haben unsere App oder Apps, je nachdem. Sagen wir, wenn es Microservices sind, hat jeder irgendwas Neues, was er macht. Dann haben wir den Data Integration Layer. So, hier kann man jetzt zum Beispiel Logstash verwenden, Kafka Connect, Kafka Producer. Wir verwenden viel Kafka zum Beispiel bei ExoScale. Das ist einfach Open Source, das hat einen guten Throughput und das ist gut designt. In den Folien vorher hat man gesehen, es gibt natürlich auch noch einige andere, die halt Batch Processing oder Stream Processing machen. Man muss es dann einfach sich aussuchen. Aber diese ganze Infrastruktur sind Open Source Sachen, die on-premise laufen. Das heißt, man braucht kein AWS, kein Google Cloud und man braucht halt Leute. Ein, zwei Leute, die sich gescheit drum kümmern. Das ist halt das. Wenn man aber weiß, wie viel AWS und Google Cloud kosten, könnte es lohnen. So, also man nimmt dann einfach verschiedene Konnektoren dran, die sich darum kümmern, dass es jetzt zum Beispiel, hier ist es in dem Fall ein Stream, dass es jetzt in den Stream reinkommt, in den Databus, und aus diesem heraus werden dann einfach Sachen hergenommen und bearbeitet. Das heißt, es kommt alles hier rein, es wird gespeichert, dafür gesorgt, dass es, wenn es zu einem Crash kommt, trotzdem weiter funktioniert und wieder miteinander versöhnt wird. Das heißt, man weiß, wenn eine Maschine gecrashed ist, wo sie wieder anfangen sollen, sodass man keine Losses hat. Danach geht es weiter mit dem Processing, wo eben die Sachen ausgeführt werden, wie unsere kleinen Scripts, die wir vorher gesehen haben. Wenn man es tatsächlich so machen will, es funktioniert. Ich habe mit vielen Batch-Scripts viele teure Tools eigentlich mehr erspart, im Endeffekt, in der Firma. Danach muss man das Ganze mal irgendwie speichern, zum Beispiel in eine SQL-Datenbank und in Elasticsearch rein. Elasticsearch funktioniert wunderbar mit Kibana, ich nehme von Elastic. Und mit Grafana, und man kann dann eben verschiedene Metrics abprüfen, man kann verschiedene Sachen visualisieren, und wenn man den Kunden was herzeigen will, dann kann man zum Beispiel eben sowas wie D3JS auch verwenden, wo man dann einfach sagt, okay, ich visualisiere das jetzt auf meiner Webseite. Das heißt, es gibt genug freie Tools, die nicht so eine hohe Learning Curve haben, dass man jetzt für jedes Tool einen neuen Experten braucht. Und im Endeffekt kann man das dann einfach eben von hier aus in die App rein und umgekehrt wiederum von den verschiedenen C3JS und von den Sachen rein. Also das ist so ungefähr eine Infrastruktur, die auf jeder Cloud läuft, wenn man jetzt nicht 5000 Sachen verwendet, wie eben SQS, wie eben die verschiedenen Sachen, die AWS anbietet, die aber eigentlich ein Vendor-Login machen. Weil es ist nicht so leicht, die APIs so drauf anzupassen und die Microservices so drauf anzupassen, dass es überall funktioniert. Das heißt, man hat einen extremen Zeitaufwand, bis man das an eine Cloud anpasst, und da wieder wegzukommen ist extrem schwer. Das heißt, wenn man sieht, dass die Kosten doch nicht passen oder dass der CTO, der gut verbandelt ist mit dem AWS-Händler, vielleicht doch nicht so eine gute Entscheidung getroffen hat, kann man nicht mehr so schnell wieder davon weg. Während wenn man auf irgendwelchen Servern ist, die man entweder selber hostet, was nicht so empfehlenswert ist, aber es gibt genug Hosting-Provider, die einfach gute VMs anbieten, wo man dann einfach sagen kann, okay, wir lassen das laufen und es funktioniert. Es ist distributed, es ist sicher und es dient auch der Privatsphäre, weil man nicht die Sachen irgendwo auf US-Servern hat. Weil die meisten von uns sind eigentlich in Europa tätig, schätze ich mal. So, dann gibt es noch was, und zwar Realtime. Die Sache ist die, ich kenne einige Use Cases, wo Realtime einfach, man kann es nicht wirklich Realtime machen. Ja, Batch Processing funktioniert nicht Realtime. Man kann es so machen, dass es jede halbe Minute ausgeführt wird. Das macht dann aber einen extremen Aufwand auf das System. Das heißt, man braucht dann entweder mehr Server oder mehr Processing Power. Das heißt, viele Scripts laufen zum Beispiel alle 15 Minuten oder nur jede Stunde. Aber so Sachen wie Visitor Logs braucht man nicht alle 15 Minuten. Das heißt, es reicht dann zum Beispiel jede Stunde oder einmal am Tag oder so, wenn man zum Beispiel Profile Views auf irgendwo hat. Es muss nicht Realtime sein. Wenn der Chef sagt, es soll Realtime sein, muss man fragen, ob er weiß, was Realtime bedeutet. Ich kenne viele Firmen und viele Developer, die es Realtime machen, indem sie zum Beispiel sagen, okay, ich mache einfach den Counter alle 2 Minuten um 5 hoch und schaue dann am Ende des Tages, also alle 24 Stunden, ob es da passt mit dem tatsächlichen Log. Es funktioniert. Es schaut aus wie Realtime. Keiner kann es nachprüfen. Und man schaut nach 24 Stunden, ob es eh passt. Ja, das ist dann Realtime bei vielen.
Oder eben, dass man sagt, alle 15 Minuten und es schaut aus wie Realtime. Das sind die zwei Realtime-Use-Cases von vielen Firmen, die ich kenne, wie sie funktionieren. Und von dem her, wenn der Chef sagt Realtime, entweder man erklärt ihm oder ihr, wie es funktioniert, oder man macht es halt. Ja? Realtime ist nur eine Garantie in einer bestimmten Zeiteinheit. Wie groß die Zeiteinheit ist, dann definiert. Genau. Deswegen. Reden, schauen, ob es verstanden wird. Wenn nicht, machen. So, also, danke. Jetzt sind wir für Fragen. Ready. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange das war. Alles gut. Na bitte. Gibt es Fragen? Alle müde? Ja? Ja, ihr seid so ein Cloud-Provider. Ja. Das heißt, ihr habt wahrscheinlich auch die Hardware komplett virtualisiert. Wir haben ein eigenes Rechenzentrum. Okay, ja. Aber wenn jetzt jemand bei euch kommt und sagt, ich hätte gerne einen Cloud auf Bare Metal. Ja, das ist so ein dedicated Server. Ich habe den CTO mit von Exascale, der auch OpenBSD Developer ist und auch den Kafka Index mit entwickelt hat. Sitzt da hinten, ist der Pierre Yves, hat morgen auch einen Talk. Hi! das heißt, man kann auch konkrete Fragen ein bisschen über die dedicated Server stellen, so, wenn man hat. Noch was? Ja? Frage hat sich schon halb erledigt, weil wir jetzt gehört haben, dass ein Kafka mit Developer hier sitzt. Ja. Weil sonst hätte ich gefragt, warum das Investment in Kafka so groß ist und nicht in eine andere konkurrierende Technologie. Ja. Yeah. So, what's your answer to why is Kafka and not something else that you decided for? This one is probably working for most partition isolated. Thank you very much. Gibt es noch Fragen? Ansonsten kann ich euch alle dazu einladen, Exascale auszuprobieren. Wir verlosen nämlich gerade via Developers-Tickets für nächste Woche. Das heißt, wer Exascale ausprobieren will, ich kann euch einen Coupon geben zum Testen. Und fürs Gewinnspiel muss man einfach nur ein bis drei Sätze schreiben, für wofür man es verwenden würde oder wie oder was. Bleibt ja alles anonym. Und es wird auch nicht veröffentlicht von dem her. Es würde uns nur interessieren, wofür die Leute gerne verwenden. Also, wer das möchte, kann mich ja nachher gleich ansprechen. Ja. Ja. Was war denn bis jetzt größtes Pain der ersten Spieldarstelle? Es gab da so eine Firma, die ich jetzt nicht nennen werde. Aber es war so ziemlich, eben, wo ich die vielen Bash-Scripts geschrieben habe und so weiter, wo sehr viel mit AWS gearbeitet wurde. Es war echt das größte Pain in the ass, weil eine extrem alte Infrastruktur gemacht war mit PHP und Zend1, immer noch, und gleichzeitig, das war eben auch das, wo die Logs in der Produktionsdatenbank waren. Also so ziemlich alle Frustrationsfälle, die ich in diesem Talk genannt habe, sind von der Firma, die ich nicht nennen darf. Aber es war sehr frustrierend, ja. Und da gab es ungefähr 500.000 Access Log Entries pro Monat. Und ja. Also man musste so einiges rumwerkeln daran. Und das Ganze dann aber in den PHP-Monolith reinzutun.
das war die nervige Arbeit. Und ist nicht nervig, ja. Also, das Frage beantwortet? Ja, sehr klar, ja. Ja. Das ist die Antwort, warum viele, ich glaube, gute Leute, die die ganze Technologie-Stack kennen, sind so teuer, dass es dann schon wieder billig ist, AWS und Google zu benutzen. Ja, schon. Ich kenne einige Fälle von Unis bzw. anderen Firmen, wo es wirklich sensitive Daten gibt, beziehungsweise Daten, die einfach so zu Public Governance gehören, dass man sie einfach nicht hosten darf auf solchen Clouds. Weil einfach zum Beispiel, wenn man jetzt einen Support-Case hat, muss man sicher gehen, dass nicht jemand irgendwo in den USA oder in Indien auf die Sachen zugreifen kann. Aber man kann halt nicht Support kriegen. Man muss dann irgendwie im Vertrag sicherstellen, dass es keine Access gibt von USA oder von Indien oder sonst irgendwas. Und das ist immer ein bisschen schwierig. Das heißt, man braucht dann einfach solche Leute wiederum, wenn man solche sensitiven Daten hat. Und gerade jetzt mit der GDPR nächstes Jahr wird das noch ein bisschen schwieriger. Also lohnt es sich, die Infrastruktur zu lernen. Es geht weniger um die Infrastruktur, sondern mehr um die Technologie. Ja, ja, klar. Wenn man die Quellsysteme kennt, sollte man am besten Postgres, Oracle, ja. Dann Kafka, dann Kibana, dann Webstation und den. Ja. Das heißt, wenn ich den ganzen Stack irgendwie durcharbeiten will, brauche ich mindestens 5-6 Leute und keiner darf auf Urlaub gehen oder krank sein oder irgendwas. Ja, und nie mit demselben Bus fahren oder mit demselben Auto. Also. Ja. Und ich kann natürlich alle einladen, ich bin die Organisatorin vom Linux-Meetup, weil wir machen euch auch Meetups. Also wer beitreten mag, sehr gerne. Wir haben einen OpenShift-Workshop gehabt, wo der Robert den gehalten hat, der vorher gerade den Talk vor mir gehabt hat. Und wir machen eigentlich viel mit Open Source Sachen. Also es ist nicht nur Linux, aber viel mit Linux. War schön mit euch.